Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battlefield 1. Wir zocken die Kampagne weiter und ihr könnt es gerade schon sehen, das hier ist die ganze Kampagne. Wir haben 6 Geschichtsstränge und ich will weitermachen mit dem Kollegen hier, der rechts abgebildet ist. Und zwar heißt diese Kampagne oder dieser Geschichtsstrang Durch Morast und Blut. Der britische Panzer MKV ist eine gepanzerte Bestie, die nur einem Zweck dient, dem Durchbrechen feindlicher Linien. Das wollen wir machen. Mein Großvater hat den Bürgerkrieg gekämpft. Startet jetzt. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Ja. Meistens. Genau. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gerade schon gesehen habt, aber da gibt es tatsächlich eine Mission, die heißt Panne. Wie geil ist das denn? Die Mission ist auf jeden Fall mir gewidmet, glaube ich. Was, 2 Stunden 32? Die Dauer oder was? Keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall richtig nice, Mann. Ach so, okay, wir können auch gar nicht alles spielen, weil er erst installieren muss. Das ist ja blöd. Dann würde ich sagen, wir zocken einfach mal übertrieben. Erstens durchbricht mit dem Mark V Panzer Black Bass, die feindliche Linie. Das wollen wir machen. Wir legen los. Ripcord, Frankreich, Herbst 1918. Wir befinden uns in der Endphase des Krieges. Angesichts des nahenden Winters befestigen die Deutschen ihre Stellungen, um den Feind zu erwarten. Welle für Welle brandet die feindliche Infanterie vergeblich gegen deutsche Beton. Die Karte bleibt jedoch unverändert. Der schwer bewaffnete und gepanzerte britische Mark V-Panzer ist ein furchterregendes Kriegsgerät. Er räumt Graben und Stacheldraht und kann überall durchbrechen. Am 17. Oktober bereiten britische Truppen einen massiven Angriff auf Cambrai vor. Angesichts ihrer Panzer rechnet die alliierte Oberkommando fest mit einem Durchbruch. Aber der Mark V-Panzer hat einen entscheidenden Fehler. Er ist nicht verlässlich. Sir. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Wir noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Verdammt. Oh, nein, 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 nicht fluchen. Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch. Los. Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus!
So, dann wollen wir mal loslegen hier. Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiße ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören, wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Alter Schwede, Mann, die Soundkulisse ist ja mal übel. Warte mal. Okay, wir fahren. Boah, es ist laut, Alter. Mann, Leute, Alter. Die Soundkulisse ist auf jeden Fall geil. Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss mal schnell hier ein bisschen wenigstens... Ich muss mal ein bisschen die Empfindlichkeit runterstellen. Ich habe ein bisschen zu viel gewagt. Denn das ist definitiv zu viel. Wir machen es mal auf 30. Ich bin direkt 20 hoch. Ja. Gucken wir mal, ob es jetzt besser läuft. Shit. Treffer. Geil. Feldgeschütz ausgeschaltet. Die
Der Panzer kann nicht ewig einstecken, Frischling! Erwischt! Wir sind okay, aber diese Schüsse sind gefährlich! Alter, von wo denn, Mann? Da steht noch eins. Okay. Mal schnell nochmal reparieren hier. Komm schon, Digga. So. Weiter geht's. Das kleine Häuschen muss weg. König und Vaterland, Jungs! Gut gemacht, aber vergesst nicht, der Tag ist noch jung. Wir fahren zu den Ruinen und räumen den Weg für die Infanterie frei. Wunderbar. Konzentration, Jungs! Soll ich dem Vogel etwas rumgeben? Er hat ein Anrecht darauf. Lass die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Hauptquartier. Und du, Edwards? Ein Drink, damit dir die Hände nicht mehr zittern? Nein, ich trinke nicht. Spart euch die dummen Sprüche bis zu unserer Ankunft in Combré, Jungs! Alles okay! Sie klappert nur ein bisschen! Es kann solche Treffer einstecken! Feldgeschütz ausgeschaltet! Schnell mal reparieren das Ding hier, nicht dass es Ding gleich in die Luft geht. Oh shit. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Es ist uns gelungen, vorzurücken. Sehr gute Arbeit, Jungs. Wir fahren weiter.
Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, schnell reparieren, Alter. Mach hinne. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße! Komm schon, komm schon, komm schon! Wir müssen den irgendwie von der Seite kriegen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Fritz prügelt uns grün und blau. Wir haben sie. Ah, nice. Wir haben sie mit den Falschen angelegt. Mann, ist gar nicht so einfach hier. Aber auf jeden Fall sehr detailliert erzählt, muss ich sagen. Finde ich ganz geil. Mal gucken, ob wir die Bäume hier auch umfangen können. Wir können weiterfahren. Das war's. Sie schnurrt wie ein verdammter Nöbel. Komm schon, Digga. Lass mich durch. Alles klar jetzt hier? Jetzt wisst ihr Bescheid. Sollen wir reparieren hier das Ding? Weiter geht's. Sorry! Geh kaputt, verdammt! Nice!
Geil, geil, geil. Oh shit. Komm schon, komm schon, komm schon. Geht echt lang die Mission, ne? Ich bin echt überrascht. Kennt man ja normalerweise von den ganzen Ego-Shootern, Kriegsspielen und so weiter, dass die Missionen recht kurz sind. Willst du, Digga? Reparieren das Ding hier. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir draußen gehen. Da wir die Kampagne oder die Story von dem komischen Typen hier zocken, denke ich mal, dass dann vorbei ist. Haben wir das Ding, oder? Jetzt erledigen wir sie alle. Nice. Alter, wie lange geht denn die Mission hier? Total lang, oder? Oh, nice. Der ging direkt in die Panzerung.
Shit! Jetzt reicht's. Komm schon, Digga! Ui, 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 was geht denn hier ab, Alter? Alle deutschen Stellungen auf der Brücke räumen! Edward, Feldgeschütz, Achtung! Infanterie! Machen wir sie fertig! Alter, wie konnte der denn das überleben? Keine Ahnung. Wolltest du mal reparieren, ne? Bye bye, Junge, bye bye. Mach's gut. Oh shit, jetzt häng ich fest. Die haben auf uns gewartet. Wir müssen hier weg. Scheiße. Oh scheiße. Keinerlei Zugkraft. Treibt sie zurück, Jungs. Lasst das in Ruhe. Keine Zugkraft, Sir. Sie bewegt sich nicht. Kopfhörer. Kopfhörer. Richard. Sir. Die Taube. Bist du verrückt? Du bringst uns alle um. Edward, hinter dir. Nein, die Taube! Nicht verstanden. Sir. Sir. Alter, wie geil ist das denn, dass wir jetzt die Taube fliegen können? Auch die musikalische Untermalung ist richtig Hammer. Ich kann die irgendwie nicht wirklich steuern, oder? Feuerbefehl! 3-1-4-2!
Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Höllisches Glück, Townsend. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Bitte jetzt nicht. Komm schon. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Keine 20 Meter weit. Wir brechen durch. Edwards, ich fahre. Du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Na toll. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Ja, natürlich. Na, dann gucken wir uns hier mal um. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet hier. Scheiße. Fuck. Komm schon. Wo ist der Pisser? Alles klar. Komm. Oh, Schrot, nice. Oh, cool. Ich brauch dich hier, Junge. Mach schon. Muss ja mal gucken, was sie hier vor mir wollen, die ganze Edwards, Zeit. Da bist du ja, Kleiner. Das war Zauberei, Fahrer. Wahre Zauberei. Als gäb's den Krieg gar nicht. Was? Zurück. Ich breche durch den Draht. Sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Oh Mann, was die von mir erwarten hier. Das ist echt krass, dass das nur eine Story-Mission bisher ist. Oh shit. Wie kann ich die Lautes ausschalten?
Komm schon, komm schon, komm schon. Oh fuck. Shit. Wo sind sie denn? Oh, scheiße. Fuck. Die Schrotflinte ist geil, Mann, aber verdammt gefährlich hier. Alter, was geht nur ab? Hier irgendwo muss noch einer sein. Oder der Panzer hat es gerade erledigt. Kann ich sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Mach ich ja, Mann. Wie sieht's aus? Beschissen hier für den Panzer. Aber wir können nichts dran ändern. Digga, kommst du? Oh, shit. Ich weiß nicht, ob ich den im Nahkampf besiegen kann. Mal gucken. Nice. Komm, 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 komm. Tut mir sorry. Oh shit! Hol dir diesen Mistkerl! Schieß weiter! Die Waffe aus! Oh komm, steh auf, Mann! Komm schon! Ich seh nix, verdammt. Oh nein, Mann. Ernsthaft jetzt? Das Ding wurde zerstört? Ich muss schneller sein. Ich muss echt schneller sein. Aber man kann anscheinend auch lautlos vorgehen. Das werde ich jetzt vielleicht mal versuchen. Aber irgendwas haben die gehört. Tut mir sorry. Oh shit. Scheiße! Hier ist doch jemand!
Ja, hier ist keiner, Mann. Ihr irrt euch, Digga, ihr irrt euch. Scheiße, jetzt kommen die auch noch her. Fuck. Scheiße. Das geht doch schon wieder schief hier. Scheiße, Mann. Fuck, Alter. Was das Ding mal reparieren hier? Bleib doch mal stehen, Mann. Okay. Oh shit. Du musst auf uns aufpassen. Bess hat diesmal einiges abgekriegt. Wir hätten sie fast verloren. Ja, ich versuch's ja, Mann. Meiste Herausforderung um Kodex-Einträge und Motivation für. Entschuldigung. Dürfte es nicht mehr weit sein. Du musst aber weiterhin vorausgehen, um unsere auf der Brücke. Zeigen wir es ihnen. Scheiße. Noch eine Schrot oder was? Mann, ja, mal Munition, das ist schon mal gut. Was haben wir hier drinne? Maschinengewehr oder irgendwas? Ja, das sieht gut aus, Leute. Und da meint ihr, das klappt, oder was? Was war denn das jetzt? Nö. Oh, hier ist gefährlich, glaube ich. Ich weiß nicht, ich gehe mal hier runter rein. Vielleicht ist hier jemand. Ne, hier ist keiner zum Ausschalten. Ja, da oben drauf, Mist. Scheiße. Die hören mich doch jetzt. Alter, was ist das denn für ein Geschoss?
Lol. Oh nein. Mach das Ding da hin. Scheiße, 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 scheiße. Komm, mach das Ding jetzt kaputt. Headshot, Baby. Und jetzt? Oh, shit. Lol. Was ist denn das für eine krasse Wumme, Alter? Nice, 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 nice. So, was geht hier noch? Hier hinten? Nein! Oh, ist doch nicht dein Ernst, Mann. Ist doch echt nicht dein Ernst, Mann. Ist gar nicht so einfach und vor allen Dingen total lang auch, ne, die Story. Oh, sag jetzt nicht wieder alles von vorne. Das ist geil, das ist geil. Scheiße. Wo ballern die denn? Von da. Schönes Ding. Jo, ich repariere das Ding mal kurz wieder. Nichts wie weg hier. Erstmal kurz reparieren, Digga. Gute Arbeit, Jungs. Ihr habt Pritch und Finchy stolz gemacht. Jetzt lasst uns Beth von hier wegbringen. Die zum Fortfahren erforderlichen Inhalte werden derzeit installiert. Bitte warte, bis die Installation abgeschlossen ist oder wähle Abbrechen, um den Menüs zurückzukehren. 88% geschätzte Zeit wird berechnet. Mal gucken. Ah, die nächste Mission machen wir in der nächsten Folge.
Ich meine, die geht ja immerhin auch schon jetzt so um die 50 Minuten. Das sollte fürs Erste reichen. Auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall ganz schön lang, muss ich sagen. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es so lang ist. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie... Ach so, das ist dann komplett. Das haben wir quasi jetzt auch schon gemacht, oder wie? Das Ding haben wir gemacht. Jetzt müssen wir die zwei noch machen, oder wie das? Woran erkenne ich denn, dass wir das schon gemacht haben? Keine Ahnung, warum man das erkennt. Also die zwei müssen wir doch noch machen, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und mehr sehen wollt. Und natürlich Feedback dalassen, Kommentare. Wäre auf jeden Fall geil, wenn ihr mich unterstützt. Haut rein, Leute. Bis dann. Zur nächsten Folge. Servus.